Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. In diesem Video geht's nämlich um das brandneue Caio Perico Heist DLC in GTA 5 Online. In diesem Video zeige ich euch nämlich, was sich in dem neuen DLC lohnt und was ihr lieber nicht kaufen solltet. Es gibt nämlich viele neue krasse Fahrzeuge, allerdings gibt es auch unnötige Fahrzeuge, die sehr viel Geld kosten. Und genau deshalb mache ich hier dieses Video, damit ihr Bescheid wisst und euer Geld nicht unnötig ausgeben müsst. Also Freunde, falls dir das Ganze hier gefällt, dann zeige es mir unbedingt mit einem Daumen nach oben und abonniere auf jeden Fall diesen Kanal, um nichts mehr weiter rund um GTA 5 Online zu verpassen. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, wir kommen direkt zum eigentlichen Video, also lehnt euch zurück und let's go! Aber ganz kurz, in den letzten Videos habe ich ein Gewinnspiel gemacht und zwar konntet ihr eine 20 Euro PSN-Karte gewinnen und jetzt werde ich das Ganze auslosen. Und zwar gewonnen hatte der Franny Reich und du musst mir ganz einfach auf Instagram schreiben, dort heiße ich nämlich marco.tmvc. Und am besten schreibst du mir einfach eine Nachricht per Direct Message und dann werde ich dir den Code einfach zuschicken. Das Ganze mache ich natürlich über meinen Partner MMOGA. Dort gibt es nämlich hier sehr günstige PSN-Karten, also schaut auf jeden Fall vorbei. Und an die Leute, die jetzt nichts gewonnen haben, die sollen nicht traurig sein, denn ich werde in der Zukunft noch weitere Gewinnspiele raushauen. Also in diesem Sinne, bleibt auf jeden Fall aktiv. Aber jetzt kommen wir auf jeden Fall direkt zu den Dingen, die sich lohnen, beziehungsweise die sich nicht lohnen in GTA 5 Online. Und zwar starten wir hier direkt mit den neuen Booten. Hierfür gehen wir auf die Dogtees-Seite und hier haben wir jetzt den neuen Longfan. Dieser kostet 2,125 Millionen Dollar. Und wenn ihr den Caio Perico Heist selbst gestartet habt und diesen dann abgeschlossen habt, dann bekommt ihr den günstigen Preis von 1,593 Millionen Dollar. Allerdings muss ich sagen, es lohnt sich nicht für 1,593 Millionen Dollar und auch nicht für über 2 Millionen Dollar. Denn dieses Boot ist nichts Besonderes, Freunde. Es ist zwar schnell, ihr könnt es gerade im Hintergrund sehen, ihr könnt euch schnell fortbewegen, allerdings könnt ihr dieses Boot sehr schlecht lenken und für den Preis von über 2 Millionen Dollar lohnt es sich nicht, denn es gibt andere Boote, die schnell sind. Außerdem habt ihr bei eurem neuen U-Boot den Dinghy kostenlos dazu, ihr habt auf eurer Yacht, falls ihr eine besitzt, auch kostenlose Boote dazu und da lohnt sich dieses Boot für 2 Millionen nicht. Und wie gesagt, es gibt andere Boote bei Pegasus, die ziemlich günstig sind und die im Prinzip gleich sind. Denn ihr könnt es gerade im Hintergrund sehen, es gibt hier Boote für 300.000 Dollar, 100.000 Dollar oder auch für 200.000 Dollar und wirklich das Zehnfache zu bezahlen, also 2 Millionen Dollar, lohnt sich nicht, denn das neue Boot ist auf gar keinen Fall 10-mal besser, es ist ähnlich wie die alten Boote und deswegen lohnt es sich einfach nicht. So Leute, aber in diesem Sinne kommen wir jetzt zur Rostock-Seite und hier seht ihr direkt das neue Kosatka U-Boot. Allerdings kommen wir erst zum U-Boot am Ende von diesem Video und wir machen direkt weiter und zwar mit dem Rinky. Und dieses Fahrzeug kostet eigentlich über 1 Million Dollar und wenn ihr die Erstvorbereitungsmission im Caio Perico Heist Überfall gespielt habt, dann kostet das Ganze nur noch 825.000 GTA Dollar. So, und das Ding beim Rinky ist ganz einfach, es ist überteuert. Denn dieses Fahrzeug hat wirklich nichts Besonderes. Es hat coole Tuning-Optionen, ja, allerdings denke ich, dass ihr das Ganze nicht oft benutzen werdet. Denn der Rinky ist nicht so schnell und es hat keine extra Features. Und deswegen würde ich hier die 1 Million Dollar sparen, die ihr für den Rinky ausgeben müsstet. In diesem Sinne kommen wir jetzt zum Patriotenboot und zwar kostet dieses Boot 3 Millionen Dollar. Und wenn ihr den Trade-Preis habt, dann kostet das Ganze nur noch 2,216 Millionen Dollar. Allerdings ist das Ganze trotzdem viel zu teuer, Freunde. Denn dieses Boot im Jahre 2020 hält nur eine einzige Rakete aus. Und ihr müsst hier, wie gesagt, 3 Millionen Dollar zahlen im Jahre 2020. Und wenn Leute auf dem Oppressor-Markt 2 in der Lobby sind, dann könnt ihr euch in 2 Sekunden abschießen und ihr seid ganz einfach weg. Vielleicht ist dieses Boot gut für den neuen Caio Perico Heist-Überfall, allerdings ist das Ganze für den Free-Mode wirklich nicht gut, denn ihr seid hier wirklich weg. Ihr habt hinten ein Maschinengewehr, allerdings kann das wirklich nicht mithalten, denn nach einem Schuss, wie gesagt, ist das Boot ganz einfach weg. Also spart hier auf jeden Fall euer Geld und kauft euch das Ganze lieber nicht.
In diesem Sinne kommen wir zum nächsten Fahrzeug und zwar zum Alkonost. Dieser kostet 4,35 Millionen Dollar und der Trade-Preis liegt bei 3,26 Millionen Dollar. Und Freunde, 4,3 Millionen Dollar für dieses Flugzeug ist auf jeden Fall heftig. Denn dieses Flugzeug ist kein normales, sondern ein Bomber. So, und hier ist es so, ihr habt hier einfach keine richtigen Waffen. Ihr habt zwar die Bomben, die ihr runterschmeißen könnt, allerdings habt ihr keine richtigen Waffen. Und dieser Jet ist riesig, Freunde, riesig. Also im Hangar wird das die ganze Ebene hier auf jeden Fall selbst brauchen. Und das Ding ist, es gibt hier nicht richtig heftige Tuning-Optionen und ich finde dieses Flugzeug auf jeden Fall unnötig. Die einzige Sache, die gut ist bei diesem Fahrzeug, ist ganz einfach, wenn ihr weit genug hochfliegt, dann werdet ihr vom Radar verschwinden. Aber ansonsten finde ich das Ganze viel zu überteuert, denn ihr habt hier auch nur 50 Bomben. Das heißt, nach diesen 50 Bomben ist einfach Schluss und ihr könnt nicht weitermachen. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ziemlich abfuckt. Wir kommen zum nächsten Fahrzeug und zwar zu einem Helikopter. Hierbei handelt es sich nämlich um den Annihilator Stealth und dieser kostet 3,87 Millionen Dollar und der Trade-Preis liegt bei 2,9 Millionen Dollar. Und bei diesem Helikopter muss ich sagen, hier bin ich enttäuscht, denn es sieht eigentlich so aus, als ob dieser Helikopter ziemlich geile Waffen hätte und einfach bewaffnet wäre. Aber dies ist leider nicht so. Und bei 3 Millionen Dollar muss ich euch ganz einfach sagen, hierbei würde ich mir die Akula kaufen, anstatt den Annihilator. Vielleicht wird das später im Hintergrund noch gepatcht, allerdings muss ich sagen, dass es sich momentan nicht lohnt, 3 Millionen Dollar dafür auszugeben. So Freunde, in diesem Sinne kommen wir jetzt zum nächsten Fahrzeug und zwar zum Toreador. Dieser kostet nämlich 3,6 Millionen Dollar und dieses Fahrzeug ist ganz einfach heftig und perfekt für das neue DLC. Ihr könnt es gerade im Hintergrund sehen, es hat richtig heftige Boost und diese laden sich schon in einer Sekunde auf. Und Freunde, dieses Fahrzeug ist so ähnlich wie der Stromberg, allerdings noch viel besser. Dieses Fahrzeug kann nämlich über Wasser und unter Wasser fahren und hat wie gesagt bei beiden den heftigen Boost, der wirklich ziemlich schnell ist. Und somit ist dieses Fahrzeug wirklich eins der schnellsten Fahrzeuge im Spiel, womit ihr euch fortbewegen könnt. Und es macht wirklich sehr viel Spaß mit diesem Fahrzeug durch die Lobby zu fahren. Ihr habt hier außerdem auch noch Waffen und zwar ein Maschinengewehr, Lenkraketen und diese sind auf jeden Fall ziemlich präzise. Und bei diesem Fahrzeug würde ich wirklich die 3,6 Millionen ausgeben, denn dieses Fahrzeug lohnt sich auf jeden Fall. Freunde, aber jetzt kommen wir zum letzten Fahrzeug dessen neuen Caio Perico Heist DLC und zwar zum U-Boot und dieses nennt sich nämlich Kosatka. Ihr müsst dafür 2,2 Millionen Dollar bezahlen und hierbei lohnt es sich auf jeden Fall das Ganze zu kaufen, falls ihr den Caio Perico Heist Überfall spielen möchtet. Denn damit könnt ihr wirklich wieder sehr viel Geld machen und es lohnt sich einfach. Aber es gibt hier viele Upgrades, die ihr machen könnt und diese lohnen sich nicht alle, denn somit hättet ihr am Ende einen Preis von 9 Millionen Dollar und da würde ich euch empfehlen, ein bisschen zu sparen. Und zwar wäre hier das erste Upgrade die Sonarstation und diese benutze ich selbst nicht so oft. Also ihr könnt hier auf jeden Fall Gegner aufspüren und so weiter und Schätze finden. Allerdings benutze ich das Ganze nicht so oft und falls ihr gerade nicht viel Geld habt, dann würde ich mir das Ganze nicht kaufen und vielleicht später im Nachhinein erst upgraden. Dazu habt ihr hier die Möglichkeit Lenkraketen aufzurüsten und diese würde ich auf jeden Fall aufrüsten, denn somit habt ihr hier einfach eine Waffe, falls ihr wirklich mit dem U-Boot selbst rumfahren möchtet. Und das war noch nicht alles, Freunde, ihr habt hier noch eine Waffenwerkstatt und diese finde ich im Prinzip unnötig. Das heißt, falls ihr vielleicht in eurer Avenger oder so eine Waffenwerkstatt besitzt, dann braucht ihr hier keine Waffenwerkstatt. Denn das ist wirklich im Prinzip die gleiche Waffenwerkstatt, nur dass ihr diese im U-Boot habt. Und wenn ihr schon eine Waffenwerkstatt irgendwo anders besitzt, dann ist es unnötig, diese nochmal neu zu kaufen. So, und zu guter Letzt könnt ihr noch zwei Fahrzeuge in eurem U-Boot dazu kaufen. Und zwar zum einen den Sparrow, also das Helikopter, und zum anderen das kleine U-Boot. Und hierbei will ich euch wirklich empfehlen, die beiden Fahrzeuge dazu zu kaufen, denn diese sind ziemlich cool, diese sind wirklich ziemlich nützlich, da ihr diese direkt aus dem U-Boot starten könnt. Also da gehen auf jeden Fall Kaufempfehlungen raus für diese zwei Fahrzeuge. Und vorhin im Prinzip waren das jetzt alle Dinge vom neuen DLC. Ihr wisst jetzt, was ihr kaufen sollt und was nicht. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass dir meine Empfehlung hier gefallen hat. Falls das der Fall sein sollte, dann zeig es mir auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Und in diesem Sinne würde ich sagen, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.